Ja, herzlich willkommen zur Lehrredenbesprechung. Und da beginnt ja heute mal was Neues. Zwar haben wir im Wort des Buddha im Rahmen der Besprechung der vierten edlen Wahrheit jetzt hier einen Vers aus dem Dhammapada präsentiert bekommen, vom ehrwürdigen Jnana Tilokha. Fleißig wie wir sind, lesen wir gleich das ganze Kapitel passenderweise zur vierten edlen Wahrheit passend, meine ich, das Wegkapitel, weil die vierte edle Wahrheit ist ja nichts anderes als der edle achtfache Pfad, der achtfache Weg weg vom Dukkha hin zur Dukkha-Freiheit. Und der Dhammapada, die meisten von euch werden ja wissen, was das ist, eine, wie sagt man da, Kompilation, eine Sammlung von Versen, die teilweise auch in anderen Lehrreden auftauchen, die eben hier nach Themen geordnet zusammengetragen worden sind und meist eher einen inspirativen Charakter haben, oft auch an, ja, schon die grundsätzlichen Lehrbegriffe immer wieder erwähnen, aber wo nicht viel erklärt wird. Es ist ja hier doch in Versform eher als ein, entweder um es erinnerungstechnisch einprägsam zu machen oder um es eher als inspirative, poetische Präsentation anzubieten. Eben jetzt nicht so ganz sachliche Erklärungen mit Punkt 1, 2, 3, 4, sondern schön im Versmaß gehaltene, zusammengesammelte Aussagen des Buddha, die eben besonders zum Thema des achtfachen Pfades alle was aussagen. Am sinnvollsten ist es vielleicht, wenn wir immer, wenn wir die nach und nach jetzt einfach lesen. Wer möchte denn vorlesen? Und wer traut sich vielleicht, es sogar auf Pali auch vorzulesen? Ich kann es machen, Bante, aber ich weiß nicht, ob das mit dem Pali so hinhaut. Dann mach zuerst mal Deutsch und dann können wir es ja probieren. Ja. Dhammapada, 20. Kapitel über den Weg, Magavagga. Von allen Wegen ist der Achtfache der beste. Von allen Wahrheiten sind es die vier Grundsätze. Entleidenschaftlichung ist das Beste aller Dhammas oder Dinge. Und der Klaräugige, der Beste unter den Menschen. Eben dies ist der Weg und kein Warte, anderer. warte, stopp, Entschuldigung, wenn ich dich nicht rechtzeitig unterbrochen habe, aber nehmen wir uns das doch Vers für Vers vor und schauen mal, was in dem ersten Vers drinnen steht. Vielleicht, damit du es nicht ganz ins Schwitzen gerätst, lese ich mal das Pali vor. Das ist diesmal vielleicht interessant, weil wir da ja einige Begriffe vielleicht schon kennen. Und wenn ihr sie dann hört, wird vielleicht das eine oder andere Glöckchen, Erinnerungs-Sanya-Glöckchen zu klingeln beginnen. Also, Magana Tangiko Seppo, Satchanang Chaturupada, Virago Seto Dhammanang, Dvipadanan Chakku. Ja, auf den ersten Blick können wir das jetzt als einen inspirierten Vers einmal auf uns wirken lassen. Bevor ich da jetzt das eine oder andere zerpflücke, wie hat der auf euch gewirkt? Wollt ihr da was dazu sagen? Ist euch irgendwas aufgefallen? Irgendwas Bemerkenswertes? Oder was hat das in euch ausgelöst? Irgendwas nicht verstanden? Also, ich finde, dass bei den Dhammas
dass da das Virago aufgezählt wird. Heißt das, also das ist eine eindeutige Bewertung, Superlativ. Das haben wir schon öfter mal gehabt, aber das ist da nochmal in einem sehr allgemeinen Kontext. Also die drei anderen Zellen sind ja eher generalistisch und da wird schon sehr konkret etwas benannt. Das finde ich auffällig. Dass da so eine Dhamma-Eigenschaft herausgepickt wird. Naja, als die beste oder das Beste, ne? Ja, das ist bemerkenswert, ne? Vielleicht eben in diesem Vers, das, wo man vielleicht am ehesten ins Nachdenken kommt, dass der achtfache Weg der beste von allen Wegen ist. Gut, hätte man jetzt ja wahrscheinlich erwartet, dass der Buddha das sagt, dass von allen Wahrheiten die vier edlen Wahrheiten die besten sind. Auch nachvollziehbar, dass ein Buddha unter den Menschen der Beste ist. Auch verständlich. Aber warum ist dieses Viraga das Beste aller Dhammas? Ja, und eben, weil Dhamma so viel Verschiedenes heißen kann, habe ich hier das in Klammer dazu geschrieben. Es könnte einfach alle Dinge sein oder auch eben alle Dhamma-Inhalte. Warum gerade Viraga? Was heißt Viraga überhaupt? Vielleicht nehmen wir uns das mal unter die Lupe. Ne, Raga kennt ihr vielleicht als Gier oder Begierde oder Lust oder so irgendetwas. Interessant ist, dass dieses Wort ursprünglich herstammt von Ratchathi, einem Zeitwort, das Färben heißen kann. Oder auch dieses Raga hat zwei Bedeutungen. Das eine eben das uns Vertraute mit Leidenschaft und Begierde und so, eben dieser psychologische Zustand, wenn man mehr haben will von etwas Angenehmem oder es länger behalten möchte, das Angenehme, das man schon hat. Und es kann aber auch sowas wie Färbemittel oder Farbe heißen. Und das finde ich schon mal sehr spannend. Wenn man da jetzt ein bisschen auf der Etymologie herumreiten, will ich nicht sagen, aber was ich von dieser Welle des Nachdenkens erfassen lassen möchte, macht das ja auch total Sinn, dass wir ja auch immer wieder die Leidenschaft überhaupt erst lebendig halten, dadurch, dass wir unser Erleben einfärben. Durch die rosa Brille sehen, sagt man ja heutzutage. Oder vielleicht erinnert sich der eine oder die andere auch an die Gleichnisse für die fünf Hindernisse mit der Wasserschale. Kann sich da jemand erinnern, was das Gleichnis für Sinnlichkeitsinteresse war, für das Kamachanda? Ja, ich kann mich erinnern, da ist das Wasser gefärbt, sodass man nicht durchsehen, also sein Spiegelbild nicht sehen kann. Das ist Genau, das genau. Ne, das ist Gleichnis. immer ein Gleichnis dafür, was verhindern kann, dass man in einer Schale mit Wasser sein eigenes Spiegelbild klar und deutlich sehen und erkennen kann. Das war eben damals wahrscheinlich die beste Möglichkeit, sich in den Spiegel zu sehen mit einer Wasserschale. Und wenn zum Beispiel dieses Wasser schon eingefärbt ist, dann ist natürlich das eigene Gesicht im Spiegelbild auch dementsprechend verfärbt und ganz grotesk eben anders, als es in Wirklichkeit aussieht. Da haben wir auch in den Lehrreden eine direkte Anwendung dieser Doppeldeutigkeit des Wortes Raga als Färbemittel und Leidenschaft, als Leidenschaft im Sinne von die Reaktion, die auf das übertrieben Eingefärbte eintritt, aber auch das Einfärben selber. Das entsteht ja auch nicht einfach aus einem neutralen Missverständnis, sondern schon aus einer Gier nach mehr Bedeutung und einer Gier nach grellen Farben heraus. Ne? Malen wir uns die Welt so bunt an,
weil wir eben so gerne in einer bedeutsamen Welt leben. Und hier haben wir im Viraga jetzt das Gegenteil davon. Eben entweder ein abhanden gekommen sein dieser Leidenschaft, dieser Gier, dieser Begierde, oder ein Aufhören von diesem immer wieder Nachfärben. Ein Verblassen, ein Verblassen lassen, ein Nicht-Färben. Und dann ist das auch gerade für uns als Meditierende schon unheimlich interessant und unheimlich hilfreich, gerade für die von uns, die sich eben, wenn ihr öfter hier mit meditiert, wisst ihr, dass ich auch so ausgerichtet bin, eben vorrangig in Ausbauen der Weisheit durch Vipassana und Sehen der Wirklichkeit. Ne? Kann vielleicht, wenn man da nicht schon sehr sattelfest ist, auch manchmal das Gefühl entstehen, ja, aber ich habe irgendwelche Bekannte oder andere und die machen irgendwelche tollen Meditationen und dann sehen sie da schillernde Lichtkreise und sonst irgendwas. Und bei mir wird alles nur immer so, immer weniger toll und immer weniger spannend. Und vielleicht mache ich ja was falsch und ich müsste da mal mehr Farbe reinbringen oder sonst irgendwas. Und dann bekommen wir hier vom Buddha aber eigentlich ganz, ohne dass der Kontext das jetzt hier extra verlangt, ne, es ist ja nicht eine Lehrrede über irgendwelche subtilen Weisheitsaspekte, sondern eher so eine ganz eher inspirativ gemeinte Aufzählung von besten Dingen. Und dann bekommen wir hier eigentlich eine wunderbare Bestätigung, dass dieses Leidenschaftsloswerden und Verblassen wirklich ganz im zentralen Interesse des Dhammas ist. Der Buddha das hier sogar hervorhebt als das Beste aller Dhammas. Ich hatte das spontan andersrum verstanden oder gelesen, nämlich so, dass das Beste an den Dingen ist, wenn sie entfärbt sind. Das ist ein bisschen schwierig auszudrücken. Also so habe ich das gelesen, dass das Beste an den Dingen ist, wenn sie ohne Leidenschaft oder ohne Farbe sind. Und ja, kann man so natürlich auch sagen. Ehrlich gesagt gibt die Grammatik das hier nicht so ganz her, aber es ist im Prinzip ganz ähnlich. Erinnert vielleicht auch, wenn man das so formuliert, könnte uns das auch erinnern an diese Essenz der Befreiung, die wir manchmal gerade im Mudita-Kontext verwenden. Oder hat das für dich was ähnlich, eine Ähnlichkeit dazu? So hat das jetzt für mich zumindest geklungen. Aber rein von der Grammatik her ist es schon recht eindeutig, dass hier gemeint ist, dass diese Qualität, Eigenschaft, wie immer man das nennen möchte, namens Viraga, eben das Beste aller Dhammas ist, obwohl er dann immer noch offen steht, wie wir dieses Mehrzahl von Dhamma dann übersetzen. Also ich Probier es nochmal. denke, ich versuche es nochmal. Ich habe ein bisschen Angst, sage ich mal, dass das Leben also an Farben verliert. Also ich möchte halt mich auch an der Welt freuen und möchte sie auch bunt erleben. Also ich möchte zwar nicht so leidenschaftlich und ja, gierig sein und so, aber wie soll es doch trotzdem bunt sein? Aha. Ja, das ist natürlich ganz nachvollziehbar und verständlich, dass der Geist das gerne will. Und vor allem denke ich, wenn wir uns eben das nur so als ein Entweder-oder vorstellen, ne? Also,
ein Schwarz-Weiß-Denken, hätte ich jetzt fast gesagt, aber das passt jetzt nicht zum Thema mit den Farben. Na, wenn wir denken, entweder bin ich voller Begierde, oder wenn ich keine Begierde habe, dann bin ich irgendwie depressiv, weil dann alles an meiner liebgewonnenen Farbe schwindet. Aber interessanterweise ist es hier ja ein aneinander gekoppelt sein von zwei Begriffen. Ja, dass wir die Einfärbung, die die Leidenschaft erzeugt, verlieren wir, wenn die Leidenschaft nachlässt. Und je mehr wir das betreiben, desto eher merken wir dann, dass eigentlich, wenn man ganz genau und ganz ehrlich hinschaut, eigentlich jede Farbe eine Einfärbung des Geistes ist. Und wir dadurch, also nicht, dass dann jede Farbe aus dem Leben verschwindet, aber dass wir anders, viel entspannter, verblendet auch damit umgehen. Ja? Und wenn man dann, jetzt mal nur als Beispiel, auch jemand, der schon ganz leidenschaftslos geworden ist und wo schon alle Gebilde, alle Dinge verblasst sind, auch so ein Mensch könnte dann ja zum Beispiel mal eine Metta-Meditation machen und dann aber bewusst da ein bisschen was, eine schöne Metta-Farbe hineinzaubern, ohne dann das wieder für echt und wahr zu halten und sich dann natürlich auch wieder ist da eine Leidenschaft selber an den Hals zu hängen. Ja? Weil das A und O ist eben zu erkennen, dass die Leidenschaft die Farbe hineinbringt und die Leidenschaftslosigkeit dann auch in der Lage ist, das Verblassen als etwas Friedliches zu erleben. Vielleicht müssen wir dem einfach auch nur ein bisschen eine Chance geben. Ne, dass da ein bisschen Geduld zu haben, um im Verblassen eine neue Art von Friedlichkeit zu entdecken, die auch nicht mehr davon abhängig ist, ist das jetzt gerade so gefärbt, wie ich will oder nicht. Ne, so eine Unabhängigkeit vom Farbenspiel der eigenen Kreationen, die dann natürlich auch nachlassen, wenn wir weniger Leidenschaft reinstecken. Aber dass das ein Prozess ist und Teil des Weges im Erlöschen, im Nibbana ein Wohl zu sehen, sage ich jetzt schon ganz vorsichtig, also unseren Glücksbegriff auch bereit zu sein, unseren Glücksbegriff zu hinterfragen und vom Dhamma transformieren zu lassen, ist auch ein wichtiger Teil unserer gesamten Übung. Also ich finde auch, dass das eine ganz andere Lebensqualität wird, wenn man dieses Raga entschärft und verblassen lässt und irgendwie den unabhängigen, schönen Geschmack von Unbeeinflussbarkeit und Freiheit so als Ersatz erlebt, weil die Dinge, die sind sowieso die Dinge und die sind ja in sich unschuldig. Und das, was schön gefunden werden kann, das kann ja auch schön gefunden werden, aber man muss ja sich nicht dadurch so involvieren lassen und so einmischen müssen in alles, was so um einen herum passiert. Also diese Farblosigkeit hat irgendwie eine andere Qualität, eine andere Art der Freude und der Positivität, diese Freiheit, die man dadurch gewinnt. Jedenfalls so erfahre ich das so schrittweise, das Erlöstsein von dieser Begeisterung, die man meinte, immer für alles haben zu müssen und diese sich aufputschen, um positiv zu werden und solche Sachen. Also so eine Gelassenheit finde ich ein schöner Ersatz für grelle Farben. Ja, vielleicht vergleichbar auch mit einem, wenn man nachdem man 1000 Getränke ausprobiert hat mit allen möglichen
Richtungen, dann wieder einfach kühles Wasser als das Durststillendste für sich entdeckt. Und vorher hat man vielleicht Himbeersirup und sonst was alles hineingegossen und gar nicht gemerkt, dass das den Durst vielleicht sogar immer wieder neu entfacht. Also es soll jetzt auch ja nicht irgendwie so nach langweilig oder grau in grau klingen, ne? Also Freude und auch Glückszustände sind ja Teil in der Meditation, die auch die Menschen, die ganz leidenschaftslos geworden sind, immer noch erleben. Ne? Können wir uns ja zum Beispiel erinnern an diese schöne Geschichte vom ehrwürdigen Sariputta, der am Abend ganz strahlend aus seinem Meditationsquartier zum Treffpunkt der Mönche gekommen ist und dann gefragt wurde, was ist denn mit dir los? Hast du vielleicht vom Buddha was Schönes erklärt bekommen oder warum strahlst du denn so? Und dann sagte er, nicht, weil den ganzen Nachmittag habe ich im ersten Jhana verbracht und nichtsdestotrotz hat mein Geist den ganzen Nachmittag da kein Ich und kein Mein Gefühl draus gemacht. Das können wir uns natürlich fragen. Hat er gestrahlt, weil er so viel überschäumende Freude und subtiles Glück im Körper erfahren hat? Oder hat er so gestrahlt, weil er die ganze Zeit gemerkt hat, dass er das gar nicht mehr braucht? Auch aus so einem subtilen und heilsamen Meditationsglück wieder ein Ich bin jemand und das gehört mir und das ist meins, also solche wieder so verdrehte Sachen zu machen. Aber das ist natürlich interessant, dass da, wo sonst ja der Superlativ wurde ja auch schon entdeckt. Und normalerweise ist mit Superlativ ja immer das gemeint, wo es irgendwie, da ist am meisten von irgendetwas. Von allen Farben kriegt die den Superlativ, die alle anderen überstrahlt. Und hier bekommt aber dieses Viraga Superlativ. All den wunderbaren Dhamma-Sachen, die man so betreiben kann, greift der Buddha das heraus, um es hier so hoch auszuzeichnen. Auch denke ich ganz wichtig als Ermutigung und Bestätigung, wenn uns das in der Meditation oder auch so im Werdegang, im allmählichen sich entwickeln unserer Weisheit, unserer Dhamma-Praxis, wenn uns dieses Phänomen des leidenschaftsloser Werdens, des weniger schillernd und farbengrell werdend, wenn uns dieses Phänomen begegnet, ist es ja einerseits natürlich, gerade wenn wir damit vielleicht noch nicht so vertraut sind, dass uns das stutzig macht, weil wir vielleicht irgendwelche Vorstellungen mitgebracht haben, dass was ganz anderes passieren soll oder auch wir uns insgeheim vielleicht gewünscht haben, dass was anderes passieren soll, nämlich dass wir in einem Zustand der immerwährenden inneren rosaroten Wolke dahin leben wollen und dann wird es aber nicht immer noch rosaroter und noch rosaroter, sondern im Gegenteil immer weniger wichtig, was für ein Farbenspiel da gerade herrscht. Ne? Das ist ja natürlich, dass uns das zu denken gibt und dann ist es umso wertvoller, vom Buddha nochmal hier die Bestätigung zu bekommen. Wenn du auf dem besten aller Wege unterwegs bist, der vom besten aller Menschen gelehrt wurde, wenn du die besten aller Wahrheiten verstehen lernst, dann wirst du auch den besten aller Zustände kennenlernen. Und der ist nicht dadurch charakterisiert, welche Farbe er jetzt aufweist oder dass er eine besonders schöne Stimmung uns ständig präsentiert, sondern dass wir dieses erhabene Glück des nicht mehr zwanghaft hineinprojizieren müssen, kennenlernen. Was vielleicht auch noch
ergänzend erwähnt werden könnte. Es ist ja, glaube ich, auch Raga ein Faktor von der bedingten Entstehungskette. Aha, Paticca Samuppada. Und das das wäre ist mir ja jetzt neu, aber. so ähnlich dann. Wie heißt dann das ähnliche Wort? Ach so, Tanha meinst du? Tanha wahrscheinlich. Okay. Aha, Verlangen, ja. Ich dachte, das wäre so quasi der Weg, der einen immer an die Welt bindet. Und wenn es das End ist, also das Loslassen dessen, die Endraga, Viraga, das ist dann quasi der Weg auch weg von der Welt, die Abwendung. Ja, klar. Und interessanterweise ja nicht von einer Welt, die per se aus sich heraus uns tausend wunderschöne Farben anbietet. Ne, diese Welt der schönen Farben entsteht ja in uns durch unsere Interpretation und Projektion von Sinnesreiz. Dürfen wir ja auch nicht vergessen, dass es nicht darum geht, bleibe ich jetzt in dieser wunderschönen Welt oder verlasse ich sie, sondern dass ich erkenne, das Wunderschöne und auch das furchtbar Schreckliche. Ja, wir reden jetzt immer von den schönen Farben. Es gibt ja vielleicht auch Farben, die uns bedrohlich erscheinen. Also, ganze Insektenreich ist ausgestattet mit tausenderlei Warnfarben in Rot und Gelb und gelb-schwarz und rot gepunktet und ja, es gibt ja auch Farben, die das Gegenteil auslösen. Und die Befreiung, die wir anstreben, kommt eben davon, dass wir bei jeder Farbe, die in unserem Erleben auftaucht, auch schon zu verstehen beginnen, dass wir die selber da hineingefärbt haben. So wir selber jetzt im sehr losen Sprachgebrauch, das Repertoire unserer Vorkonditionierungen, angetrieben von unseren unheilsamen psychologischen Triebmustern, von der Tatsache, dass wir beeinflusst sind von einem nicht informierten Umgang mit der Wirklichkeit aus der Vergangenheit, und dass wir dadurch immer wieder eigentlich leere Sinneseindruckshülsen mit Bedeutung aufladen und dann uns dessen aber nicht bewusst sind und mit diesen aufgeladenen Sinneseindruckshülsen so verfahren, als ob sie per se diesen Inhalt hätten und wir sie dann unbedingt haben wollen oder unbedingt loswerden. Ja? Und das ist dann eben interessant, gerade diese Doppelbedeutung, um zu verstehen, dass da auch eine Wechselwirkung besteht. Und wenn irgendwas ganz bunt, also jetzt halt im übertragenen Sinn oder uns ganz dramatisch erscheint, im positiven oder im negativen, dann hat da die Leidenschaft die Finger im Spiel, weil sie das dann noch ausgehübscht und ausgeschmückt hat. Und wenn wir ganz leidenschaftlich sind, dann können wir schon erwarten, dass alles uns besonders farbenfroh oder farbenbedrohlich erscheint. Also Leidenschaft ist etwas, was wir nicht nur passiv über uns ergehen lassen, sondern etwas, was auch aktiv in das eingreift, wie wir die Welt erleben. Ihr habt ja sicher alle schon mal erlebt. Wenn man jetzt auch nur in der Welt irgendein ganz schnödes Verlangen hat nach irgendeinem Gegenstand, den man erwerben möchte. Und wenn man da immer wieder dran denkt, dann bauscht sich im Geist vielleicht eine Vorstellung auf, das ist so ein tolles Ding. Das möchte ich jetzt unbedingt bekommen und das wird ganz wunderbar sein, wenn ich das besitze. Und dann hat man es vielleicht irgendwann in Händen und merkt dann, das ist zwar vielleicht schön und einen flauschigen Schal habe ich mir da gekauft, aber alles, was ich da vorher schon rein projiziert habe an Hoffnungen und Wünschen, wie toll das dann sein wird, sucht sich dann ganz schnell wieder einen neuen Wert. Und wir fangen an, uns das nächste Ding zu wünschen. Dem nächsten Ding dann wieder schöne Farben aufzumalen, damit wir möglichst da wieder etwas zum Hinterherjagen haben. Ich glaube, man kann auch aus dem Vers herauslesen, dass man jedenfalls das erkennt, dass das das Wichtigste ist,
im ganzen Dhamma dieses Viraga und das klar sehen, weil es gibt ja auch Lehrreden vom Buddha an die Laien, in denen er keineswegs sagt, die sollen jetzt radikal jeden Genuss aufgeben. Und der hat das ja auch zu den Leuten von Valluttha, oder heißt das, glaube ich, gesagt, dass sie wenigstens dann dahin wachsen können, durch Tugend und Upasata zu üben und sich jedenfalls darin zu schulen. Aber das heißt nicht, dass das dadurch ersetzt werden kann, dass man letztendlich dieses Viraga praktizieren muss. Aber man muss nicht unbedingt sich selber Gewalt antun. Also da gibt es ja ganz viele Lehrreden, wo der Nein, Buddha das sollte darauf man auf keinen hingewiesen Fall sich hat. selbst Ja. Gewalt antun. Aber Aber ist eine interessante Frage ist natürlich, jetzt, wo wir so viel von Viraga geschwärmt haben, wie kommt es dazu? Wie entsteht Viraga? Ja. Es ist ja nicht so, dass wir das jetzt machen und sagen, dann habe ich halt ab jetzt an nichts mehr Spaß, weil der Buddha hat das so gesagt, sondern es ist ja ein Resultat von, ja, von was denn eigentlich? Ja. Also, da jetzt leider die Zeit schon fast vorbei ist, können wir da diese spannende Frage ja im Raum stehen lassen und bis zum nächsten Freitag alle fleißig drüber nachdenken, uns auch nicht mit irgendeiner pauschalen Theorieantwort schon zufrieden geben, sondern vielleicht wirklich mal ganz intensiv untersuchen, kenne ich das aus meinem eigenen Geist, aus meinem eigenen Leben, diesen Entleidenschaftlichungs-Verblassungs-Zustand und was trägt alles dazu bei, dass diese Macht der Begierde gebrochen ist, dass dieser immer wieder grelle, bunte Bilder malen wollende Nichtwissensgeist da ein bisschen weniger dick auftreten. Bin ich hier schon gespannt. Ihr könnt natürlich auch Notizen machen, damit ihr dann nicht im Feuer des Zoom-Gefechts nur da sitzt und euch alles nicht mehr einfällt. Dann haben wir vielleicht nächste Woche eine ganz interessante Austauschmöglichkeit. Gut, dann danke fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal.